Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Wieder mit einer sehr lesereichen Woche, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Also es sind durchweg diesmal sehr positive Bücher dabei. Und es war auch so eine sehr angenehme Woche. Zwar an mancher Stelle doch etwas stressig wegen Krankheitswelle im Büro und solche Dinge, aber wir lassen uns ja nicht aus der Ruhe bringen. Und ich merke einfach, dass ich wirklich dann das Lesen auch zum Kompensieren brauche, um wirklich zu entspannen und runterzukommen. Und es war eine sehr schöne Woche mit Büchern und auch Sherlock, der Serie, die ich diese Woche dann auch beendet habe. Und ich bin schon in reger Planung zur Buchmesse, die ja schon in 4 Wochen ist. Und heute starten wir auch mit dem Leseclub-Buch. Und ich glaube, wir fangen einfach wie immer so ein bisschen an mit den Büchern. Als erstes weggesuchtet habe ich das zweite Buch von Young Elites, Das Bündnis der Rosen von Mary Lou. Ich habe ja das erste Buch gehört, dann war ja das Hörbuch weg. Das zweite Buch habe ich jetzt als E-Book mir heruntergeladen von einem Thalia-Gutschein. Und das dritte Buch liegt schon irgendwo da oben und dann habe ich beendet, etwas früher als geplant, Der Berg von Dan Simmons. Den haben wir ja in der Dan Simmons Lesegruppe gelesen. Und vor einem Jahr haben wir ja Terror gelesen. Und dann war eigentlich auch relativ schnell klar, wir lesen auch Der Berg. Und es ist das letzte Subbuch von Dan Simmons gewesen, was ich habe. Es ist diese Woche aber Nachschub gekommen und das seht ihr dann nächste Woche in der Medimops Unpacking. Und ich konnte mich am Ende nicht mehr zusammenreißen und musste es dann verschlingen. Dann habe ich gelesen von Brigitte Welfenberg, The Track, auf Umwegen zur Extremläuferin, ein Buch, das ich gewonnen habe über eine Lovely Books Fragerunde. Also man konnte mit der Autorin im Grunde Fragen besprechen zu ihrem Buch und konnte dann anhand dieser Fragerunde eben eins ihrer Bücher, also ein Exemplar ihres Buches sozusagen gewinnen. Und das habe ich dann auch diese Woche gelesen. Und dann habe ich das neue Buch von Michelle Schrenk am Freitag weggesuchtet. Gut, es hat gefühlt, ich glaube, es heißt zwar, dass es 190 Seiten hat, gefühlt waren es für mich einfach so 120, 130, einfach so von der Zeit her. Und zwar Liebe und andere Unwahrscheinlichkeiten, wieder mit einem bombastisch schönen Buchcover, wie ich finde. Ja, es ist kitschig, aber ja, ich finde es toll. Und es ist kurz vor dem Valentinstag erschienen und ich habe es dann am Freitag so ins Einleiten, ins Wochenende gelesen. Und dann habe ich diese Woche mit einer Reihe begonnen, ich glaube am Donnerstag, zu hören. Und zwar die Reihe von Jeffrey Archer, die Clifton-Saga, den ersten Teil Spiel der Zeit. Eine liebe Freundin, Claudia, ich grüße dich, hat mir die Hörbücher zur Verfügung gestellt, ich glaube bis zum 4. Teil. Und es gibt eine wunderbare App für Android-Handys, wo man auch die Geschwindigkeit des Sprechers hochstellen kann. Und dementsprechend ist das natürlich jetzt ein Segen für mich, gerade diese App, dass ich eben jetzt auch normale Hörbücher mir besorgen kann und die eben mit hoher Geschwindigkeit hören kann. Aber das nur so by the way. Ich dazu vielleicht später mehr oder wenn es euch irgendwie interessiert, kann ich ja in die Infobox auch gerne mal den Namen der App schreiben, den es aber wohl nicht fürs iPhone gibt, soweit ich mich jetzt daran erinnere. Aber ich denke, wir legen einfach mal los mit dem ersten Buch der Woche. Und meine Woche, beziehungsweise auch schon das Wochenende, startete mit Young Elites, das Bündnis der Rosen von Mary Lou. Das ist der zweite Teil der Young Elites Reihe und ich habe hier ja auch schon den ersten im Hören weggesuchtet. Und es stand für mich nach dem ersten fest, dass ich auf jeden Fall weiter lese. Ich hätte sehr gerne weiter gehört, allerdings gibt es sowohl den ersten Teil nicht mehr auf Audible, wie schon gleich gar nicht den zweiten, was mich sehr, sehr verwundert und irritiert, aber was soll ich sagen, man muss es nicht immer alles verstehen. Das Buch ist erschienen im Oktober 2017 im Löwe Verlag. Es ist der zweite Teil einer Trilogie. Der dritte Teil ist erschienen und liegt schon da oben. Wobei ich hier ehrlich sagen muss, dass der dritte Teil vom Titel schon sehr spoilert, wie ich finde. Also
man bekommt da, ähnlich wie beim Herrn der Ringe und der Wiederkehr des Königs, irgendwie schon ein Gefühl davon, wo geht es hin, was ich tatsächlich sehr, sehr schade finde. Aber man darf, dann sollte man den Titel vielleicht einfach nicht so genau angucken. Ja, gebunden kostet das Buch 19 Euro, als E-Book hat es 15 gekostet und ich habe es mir eben mit einem Thalia-Gutschein sozusagen auf mein Tolino heruntergeladen. Und ja, das Buch hat 400 Seiten und habe ich glaube, auch in 2 Tagen absolut weggesuchtet. Ja, in dieser Reihe Young Elites geht es ja vornehmlich um Adelina, die sehr jung war, als ihre Mutter und sie an dem Blutfieber erkrankte. Und ihre Mutter ist am Blutfieber gestorben und sie ist mit ihrer Schwester beim Vater, der sehr herrisch war und sehr brutal war, zurückgeblieben. Sie selbst wurde von dem Blutfieber gezeichnet. Sie hat kein Auge mehr. Kein rechtes Auge, glaube ich, mehr. Und aus ihrem schönen schwarzen Haar ist silbernes Haar geworden, was so das Cover auch implizieren soll. Ich denke mal, dass das Adelina darstellen soll. Und sie hat aber, wie ziemlich alle, die dieses Blutfieber hatten, sie gehört zu den Begabten und sie hat eben eine sehr besondere Gabe. Und eines Tages möchte sie ihr Vater an den Meistbietenden gefühlt verkaufen, doch sie möchte das nicht mit sich machen lassen und lässt wirklich ihrer Gabe und ihrer etwas böseren Gewalt und ihrer Rachelust sozusagen aus und landet da erstmal in Gefangenschaft, wird dann aber befreit und findet sich dann in der Gemeinschaft der Dolche wieder. Das sind eben nur Begabte, die sich eigentlich ein bisschen zusammengetan haben, um das Königshaus im Grunde jetzt nicht unbedingt zu stürzen, aber eben für sich und ihre Gemeinschaft das Beste zu wollen und eben auch für die Menschen, für die Malfettos, die es eben gibt. Der zweite Teil geht ziemlich nahtlos an den ersten weiter. Ich kann da natürlich nicht so viel erzählen mit der Handlung im zweiten Teil, weil sonst spoilert man natürlich den ersten und das möchte ich natürlich überhaupt nicht, weil auch ich möchte nicht gespoilert werden. Es gab ja sehr viele Diskussionen über Young Elites im letzten Jahr, als das der erste Teil zumindest erschien. Es waren sehr kontroverse Diskussionen, ob eine Protagonistin böse sein darf, ob sie im Grunde ja der Antagonist sein darf, ob das in einem Jugendbuch so sein darf. Und ich muss sagen, ja. Ich bin da absolut ein Fan von Adelina. Ich bin ein Fan von ihren Gedanken, von ihrer Boshaftigkeit, von ihren Rachengelüste, von dem, was sie in sich trägt, dass sie eben ihre Macht auch ausnutzen möchte und auskosten will. Und ich weiß nicht, was das über mich aussagt, aber ich finde es schön, einfach mal eine andere Protagonistin zu haben. Nicht eine, die loszieht, um die Welt zu retten, sondern eine, die nach Macht strebt. Und mich erinnert Adelina ein bisschen an Daenerys aus Das Lied von Eis und Feuer aus Game of Thrones. Nicht 1:1, aber auch die beiden Charaktere verbindet aber schon, dass sie einfach ein Ziel haben und das eben auch manchmal mit nicht so richtig schönen und menschlichen Gedanken und Taten sozusagen auch weiterbringen. Jetzt kann man natürlich sagen, Daenerys handelt doch immer nur ganz gutmütig. Ich weiß, diese Meinung gibt es, die vertrete ich wieder nicht. Und dementsprechend habe ich hier so ein bisschen eine Art Daenerys auch vor Augen und denke mir, dass das durchaus in der Literatur gut funktioniert, dass man einfach anders ist. Sie ist halt einfach düster und sie ist dunkel und sie hat eben diese Macht, die sie eben auch wirklich genießt, sie zu haben und sie eben an anderen Menschen auch im Grunde zu praktizieren. Und das finde ich mega, mega spannend, eben einfach mal so diese dunkle Seite zu betrachten, nicht immer den strahlenden Helden, sondern vielleicht eben durchaus auch mal den etwas dunkleren Helden, den dunklen Ritter und das eben, dass es das eben auf der Welt auch gibt. Und ich habe es auch in meiner Bücherwoche zum ersten Teil gesagt, es wäre auch mega spannend, von Voldemort die Geschichte zu lesen. Und ich glaube, dass vielleicht würde man manches verstehen, anderes interessant finden. Ich glaube nicht, dass man ihn komplett abstoßend finden würde, sondern eben interessant. Und manchmal sind es ja, und das erlebt man ja in Thriller sehr, sehr oft, die Bösen im Grunde die interessanten Charaktere. Und so finde ich das bei Adelina eben auch. Und dazu kommt ein sehr packender,
sehr fesselnder, sehr spannender Schreibstil in einer Welt, die wunderbar erschaffen ist. Wir haben hier so ein Mittelalter-Setting, man fühlt sich so ein bisschen wie im alten Venedig, auch mit diesen ganzen Wasserstraßen und den Booten und den Piraten. Das hat für mich wirklich Atmosphäre, das ist wirklich sehr bildhaft gezeigt und man hat wie einen Film im Kopf und das finde ich großartig von der Autorin, das gefällt mir sehr, sehr gut und ich mag es auch, dass die Sprache so ein bisschen diesem Mittelaltertum angepasst wurde, nicht so richtig extrem, wie es vielleicht zum Beispiel beim Herrn der Ringe wäre, aber wir sind hier eben auch im Jugendbuch High Fantasy Bereich und das finde ich aber trotzdem großartig. Ich mag die Sprache und ich fand immer, man versinkt so beim Lesen. Ich fand das beim Hören noch eine Spur besser, weil man da eben auch einfach Augen zumachen kann und dann der Film abläuft und beim Lesen funktioniert das mit dem Film nicht immer ganz. Und das finde ich aber großartig. Das schafft für mich die Autorin wirklich sehr, sehr gelungen. Und ich hätte ja nicht damit gerechnet, dass mir die Reihe so, so gefällt. Was ich ein bisschen schade fand im zweiten Teil, ist, dass es verschiedene Perspektiven gibt. Die haben wir auch schon im ersten Teil. Ich fand aber, dass es sich die Autorin im zweiten Teil bei mancher Perspektive zu einfach gemacht hat und uns zu viel erzählt hat. Also ich finde auch immer, man muss eine Geschichte nicht von allen Seiten beleuchten. Ich muss auch als Leser nicht immer alles wissen, sondern ich tappe auch gerne mal mit im Dunkeln, wie es die Protagonistin tut in diesem Fall. Ich fand, das hat sich die Autorin ein bisschen zu einfach gemacht. Im Grunde Sachen aufgeklärt, die offen waren, wo ich mir dachte, man hätte da vielleicht auch mal noch einen Hauch mehr Spannung bringen können, um ja diese Gedanken, die uns eigentlich erzählt wurden, so wirklich auf dem Silbertablett anders herauszufinden. Und das hat für mich so manchmal die Spannung genommen. Nichtsdestotrotz war es wirklich auch ein Highlight-Buch, weil mir einfach diese ganze Reihe so unglaublich gut gefällt. Und ich werde natürlich den dritten Teil jetzt auch lesen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt kommende Woche schaffe, aber ich habe es auf jeden Fall vor. Vielleicht packe ich mir den einfach am Wochenende und je nachdem, wie ich Zeit habe, ich habe ein bisschen was vor am Wochenende, aber ich bin sehr heiß auf diese Story und ich möchte jetzt auch wissen, wie es mit Adelina und allen anderen so enden wird. Und gerade die Gaben sind halt auch so großartig ausgedacht und umgesetzt und so logisch und ja, mir gefällt's, mir macht Spaß und ich hätte nicht gedacht, dass ich zu denen gehöre, die das großartig finden, aber vielleicht habe ich es innerlich schon gespürt, dass es einfach mal Zeit wird für eine andere Protagonistin, für eine andere Art des Heldentums und vielleicht brauchen wir manchmal auch Bösewichte, die uns retten. Wer weiß. Weiter ging es dann in der Woche mit Der Berg von Dan Simmons. Da hatten wir ja die erste Hälfte des Buches schon in der letzten Woche gelesen und in dieser Woche habe ich den Rest des Buches verschlungen. Ich war auch bereits Donnerstag fertig, ja, anstelle Samstag. Ich konnte am Ende nicht mehr inhalten. Ich musste es zu Ende lesen. Das Buch ist im Grunde auch das aktuellste Buch von Dan Simmons. Es ist 2014 bei Heine erschienen, kostet als Taschenbuch 10 Euro. Ich glaube auch als E-Book. Als E-Book und als Taschenbuch, Hardcover gibt es das auch schon gebraucht, günstiger. Also auch ich habe meins als Mengeexemplar bestellt. Und ja, aber das E-Book hat 10 Euro gekostet. Es hat 760 Seiten und wir haben es in der Gruppe eben so eingeteilt, 50, 60 Seiten. Es war leider bei dem Buch nicht so einfach, weil es keine schönen Kapitelangaben gibt und somit auch ein bisschen die E-Book-Lese ihre Probleme hatte, beziehungsweise auch die in Englisch mitgelesen haben. Aber ich glaube, wir haben alle das ganz gut hinbekommen und schon so ein geiles Cover, wie ich finde. Und ja, das Rot hier unten bei allen so. Anfangs, ich glaube, Sandra hatte mal gefragt, oh, ich habe da einen roten Fleck und habe ich gesagt, nein, den habe ich auch. Soll wahrscheinlich ein bisschen das Blut darstellen, aber Dan Simmons, letztes Jahr Terror entdeckt, absolut gefeiert. Mit Root weitergemacht, nicht gut gefunden. Kinder der Nacht, absolutes Highlight. Dann kam Flashback, das fand ich nicht gut. Und jetzt haben wir wieder ein ungerades Buch und das hat mir ebenfalls sehr, sehr gut gefallen. Auch ein Highlight-Buch, weil es einfach eine spannende Story ist und so atmosphärisch. Ich finde, es gibt fast keinen Autor, der Geschichten so spannend
ja, und greifbar nahe erzählen kann wie Dan Simmons. Ich finde, wer sich da in die Riege natürlich einreiht, ist Stephen King. Auch jemand, der wirklich Geschichten erzählt und für mich eben auch Tolkien im High-Fantasy-Bereich, obwohl das natürlich eine ganz andere Sparte ist, da muss man Geschichten erzählen. Aber jemand, der im Grunde etwas Geschichtliches aufgreift, etwas, was wirklich passiert ist, dann so ein bisschen eine Story drumherum baut, was könnte passiert sein und das alles auf 8000 Meter Höhe sozusagen. Es ist wirklich, ich habe direkt Gänsehaut. Es ist ein großartiges Buch. Es beginnt irgendwie 19 und ein paar 20. Auf der Nordostseite des Mount Everest machen sich die Bergsteiger, die man auch kennt, Mallory und Irvine, auf den Weg zum Gipfel. Und beide sind ja verschollen und man weiß lange, lange Zeit nicht, waren sie vielleicht die Erstbesteiger des Mount Everest? Was ist ihnen passiert? Ich glaube, die Kamera, die beide dabei hatten, die ist bis heute nicht aufgetaucht. Man hat auch, glaube ich, die Leiche von Irvine oder Mallory erst irgendwann in den 1990er Jahren gefunden, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Es ranken sich viele Mythen, weil man natürlich sagt, das waren Top-Bergsteiger, noch sehr jung. Und es gibt da eben, ja, also wirklich diesen Mythos, was ist da passiert, wie weit haben sie es geschafft und was war dann der Grund, dass beide nicht mehr zurückgekommen sind, dass sie da verschollen sind. Und ja, wie gesagt, eine der beiden Leichen hat man dann eben mumifiziert gefunden, noch in einem sehr guten Zustand, weil da ist es natürlich kalt und trocken und es wäre wohl besser als die Wüstenmumifizierung der Pharaonen im Grunde, wenn man in der Kälte drauf geht. Das ist jetzt auch nicht viel besser, ich nehme die Wüste. Aber ja, um diesen Mythos ranken sich viele Legenden, viele Ideen, Gedanken, was hätte passiert sein können oder wie auch immer. Ja, das Rätsel versucht Simmons mit einer, ja doch natürlich erfundenen Geschichte, ja im Grunde irgendwie herauszufinden, beziehungsweise schickt er eine Gruppe auf den Weg, um herauszufinden, was den beiden passiert ist, was auf der Kamera ist, und wir suchen eben auch noch einen Cousin eines Teilnehmers hier in der Gruppe, und das ist eine Gruppe, die mir wirklich sehr ans Herz gewachsen ist, sowohl unser Erzähler Jake, wie alle anderen Teilnehmer, wie die Sherpas, die auch eine große Rolle bei Mount Everest Besteigungen machen, und es ist einfach toll, wie unterschiedlich die Charaktere sind, wie schön sie eigentlich miteinander fungieren, wie sie so eine Gruppendynamik entwickeln und man sich als Leser irgendwann fühlt, als wäre man Teil dieser Gruppe. Und mir ist dann in Leseabschnitt berichten sogar passiert ist, dass ich von wir gesprochen habe und ich irgendwann dachte, nein, Steffi, nicht du, sondern die. Aber das zeigt eben nur, wie sehr man in der Story drin war, wie ich finde. Und wir sind eben dabei, ja, den Mount Everest zu besteigen. Das dauert allerdings ein ganz schönes Stückchen. Ich glaube, so das erste Drittel des Buches kümmert sich nur um die Vorgeschichte zu der Expedition. Wie sich die Leute breit machen, was sie für Ambitionen haben, wo es hingehen soll, was sie da suchen, was sie gedenken zu finden. Zudem erfährt man so ein bisschen Politisches, was geht in den 1924er in Deutschland vor. Man weiß, das sind im Grunde die Nazis schon auf den Vormarsch. Da gibt es so einen Österreicher und wir haben hier auch Engländer und Amerikaner, die das natürlich irgendwie ein bisschen kritisch sehen. Was mir hier gut gefallen hat, und das möchte ich wirklich positiv erwähnen, ist, dass Dan Simmons hier nicht der allwissende Autor ist, der die Zukunft schon kennt, sondern er macht das sehr wertfrei. Man kennt das ja sehr oft in historischen Geschichten, dass schon irgendeine Person negativ geredet wird und im Nachgang sagt man dann, na, ich habe doch früher schon gewusst, dass. Und es nicht unbedingt nur auf Hitler bezogen, sondern es gibt ja viele sehr dunkle und düstere und boshafte Gestalten in der Vergangenheit. Und oder in der Geschichte unserer Welt. Und das macht Dan Simmons nicht. Und das fand ich wirklich großartig. Er hat das sehr neutral rübergebracht, auch mit Fragen, die ich sehr intelligent fand, wo ich mir dachte, ich glaube tatsächlich, dass man sich das damals wahrscheinlich alles noch gefragt hat. Ich meine, ich war ja nicht dabei, aber es war interessant zu sehen, wie hätte es sein können, also bevor all das passiert ist, was dann im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Und dann gehen wir eben auf die Expedition und wir gehen auf die Suche nach Mallory und Irvine und wir steigen diesen blöden Berg hoch. Und wir steigen und steigen und steigen. Und das mag für manche jetzt total langweilig sein. Und ja, manchmal ist es sehr technisch und manchmal hat man das Gefühl, jetzt weiß ich alles über Metallplatten in Wanderschuhen und keine Ahnung. Aber es ist spannend und Dan Simmons schafft es, einen zu packen, mitzunehmen und einen sogar für merkwürdige Berg
Stories irgendwie zu faszinieren. Ich selbst bin noch auf keinen Berg gestiegen. Klar geht man mal wandern, aber ich bin sehr weit davon entfernt, einen Mount Everest zu besteigen, geschweige denn irgendeinen anderen Hügel. Aber ihr versteht, wie ich es meine. Und ich fand das trotzdem spannend. Natürlich war es, wie gesagt, manchmal ein bisschen sehr technisch, wo man auch dachte, ja, jetzt können wir auch mal wieder, ne, weiter. Dann geht es aber auch weiter. Es gibt für mich eben keinen langweiligen Moment. Und gerade dieses Geschichte, was ist echt passiert, wie geht es auf Mount Everest zu eben dieser Fiktion, die sich Dan Simmons ausdenkt, diese Mischung war wieder grandios. Ähnlich wie bei Terror. Und ich habe in der ganzen Zeit sehr oft Dinge gegoogelt, ich habe mir die Strecken von Mount Everest angeguckt, ich habe mir die Basislager angesehen und keine Ahnung was. Also ich habe mir sogar mal angeguckt, was so eine Expedition heute kostet. Ja, ich glaube, von dem Geld mache ich lieber eine Weltreise. Es ist schon der Wahnsinn, was Leute dafür hinlegen, um eben ganz oben auf dem höchsten Punkt der Erde anzukommen. Das ist schon echt verrückt, das muss man ehrlich sagen. Aber es ist natürlich auch Arbeit, es ist anstrengend. Man braucht gefühlt unglaublich viele Menschen, gerade die Sherpas eben vor Ort, die Sauerstoffflaschen schleppen und die Zelte und das Basislager und das Essen und keine Ahnung was, weil damit kann man sich ja als Wanderer nicht belasten, dann ist man ja fix und fertig, wenn man oben ankommt. Und was ich total frustrierend fand, war, wir gehen vom Basislager 2 auf 3, sind Stunden, Tage unterwegs, dann schwingt das Wetter um und wir müssen wieder zurück. Ich glaube, ich wäre so genervt, ich wäre so... Ah. Und das war ich auch beim Lesen. Ich war total frustriert, dass es, also so mit den Charakteren, total frustriert und habe selbst gespürt, wie schrecklich es sein muss, dass man da jetzt wieder absteigen muss. Und ich habe mir irgendwann gedacht, Steffi, du liest nur ein Buch, ne? Aber es war wirklich großartig gemacht. Es war absolut atmosphärisch. Man hat die Kälte gespürt, den Wind gespürt. Man hat in Momenten, wo die Sonne kam, gespürt, wie warm es werden kann, wie sich das vielleicht anfühlt, wenn auf einmal diese sehr polarige Sonne kommt, die ja teilweise durch die Haut unglaublich trocken macht, wie das ohne Sauerstoff ist, was es da ja für Auswirkungen haben kann. Also nicht, dass ich die Luft angehalten hätte, aber... Es war sehr, sehr spannend, es war sehr packend. Es gibt gegen Ende leider so eine Wendung, die mir nicht so gefällt. Kann ich jetzt aber nicht näher drauf eingehen. Ich fand das ein bisschen Effekthascherei, hat es jemand in der Lesegruppe genannt. Und das kann ich, glaube ich, so als Wort einfach wiedergeben. Das fand ich tatsächlich. Und ich fand auch, dass es auf den letzten 200 Seiten unglaublich schnell ging. Also ich habe die ja wirklich so gefühlt dann in zwei Rutschen gelesen. Und es ist so viel passiert und er hat sich dann keine Zeit mehr gelassen. Und ich dachte mir so, Mensch, Dan Simmons, ob das Buch jetzt 760 oder 900 Seiten hätte, macht doch keinen Unterschied mehr. Also es ist so ein bisschen wie bei King, der ist ja auch immer ein bisschen schlecht mit Enden, die nicht immer gelingen. Interessanter Vergleich. Aber ich fand auch hier, Dan Simmons hat das Ende so ein bisschen... ich glaube, auch bei Terror war schon, dass es sehr schnell zu Ende ging. Und auch hier beim Berg hat man so gedacht, hallo, die ganze Story, ich will noch mehr. Also das ist so ein Kritikpunkt. Nichtsdestotrotz ist es ein absolutes Highlight und es wird nicht mein letztes Buch von Dan Simmons sein. Ich werde es auf jeden Fall weiter probieren. Es gibt ja zum Beispiel die Ilium-Saga mit Olympos. Das ist ja Homers Ilias, erzählt in Science Fiction von Dan Simmons. Ich muss ehrlich sagen, also das wird immer mal in der Gruppe so erzählt. Ich weiß nicht, ob ich meinen heißgeliebten Homer, meine Ilias, meinen Troja in einer Science-Fiction-Story lesen möchte. Ja, aber ich habe ein Buch mir diese Woche bei Medimops bestellt und das zeige ich euch nächste Woche im Unpacking und dementsprechend habe ich jetzt wieder ein Buch von Dan Simmons auf dem Sub. Und wer ja vielleicht auch irgendwas von Dan Simmons kennt und liebt, was ich noch nicht kenne, der kann mir das natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben. Oder wenn jemand sagt, du magst das und das bei Dan Simmons, der und der Autor kann das genauso gut, dann bitte gerne Buchtipps auf jeden Fall in die Kommentare, würde mich sehr freuen, weil ich, von Dan Simmons gibt es ja im Grunde nichts Neues, das ist ja sein neuestes Werk. Cool, ich sehe jetzt erst, dass hier auch nochmal so ein kleiner Bergsteiger ist, naja. Ja, da sieht man mal, wie genau ich mir hier mein Buchcover so angeguckt habe. Aber ein tolles Buch, was mich wirklich sehr, sehr begeistert hat. Und trotz der Kritikpunkte ist es eben durchaus ein Highlight, weil es so atmosphärisch war.
So, aber jetzt genug geschwärmt, wobei es geht jetzt gefühlt ja mit Schwärmerei weiter. Und zwar von Brigitte Welfenberg, der Track auf Umwegen zur Extremläuferin. Ein Buch, das letztes Jahr im Oktober im Malik Verlag erschienen ist, broschiert 16 Euro, kostet als E-Book 15 Euro, wobei sich hier wirklich das echte Buch lohnt, weil eben auch echte Fotos mit drin sind, die ich sehr gelungen fand. Hat 270 Seiten und ich bin aufmerksam geworden durch Lovely Books. Ich habe das irgendwie wo entdeckt. Da gab es dann auch irgendwie eine Fragerunde, einen Fragetag und da konnte man eben eine Ausgabe gewinnen und ich habe mich damals mega gefreut, dass ich hier dabei war. Und man sieht zum Beispiel in der broschierten Ausgabe auch all die Strecken, die eben unsere Autorin zurückgelegt hat. Denn das ist eben ein Sachbuch, eine Erzählung von Brigitte Welfenberg, geborene US-Amerikanerin, die aber jetzt schon lange Zeit in Deutschland lebt und zwei Töchter hat und mit über 40 beginnt ihre Laufkarriere. Und damit meine ich jetzt nicht einen läppischen Marathon mit ein paar 40 Kilometern, ne, glaube ich, sondern wirklich laufen. 8 Stunden am Samstag durch irgendeinen Wald, 300 Kilometer in der Wahhabi-Wüste, 520 Kilometer im Outback und 866 Kilometer in den Pyrenäen. Und dabei ist es auch ganz egal, zum Beispiel auch die Gobi-Challenge ist sie gelaufen, 250 Kilometer durch die Wüste. Und eben der Track, der eben in Australien ist, deswegen heißt das Buch so, ich glaube mit den 520 Kilometern. Also total irre und ich möchte aber sagen positiv irre. Das kann ich gar nicht anders ausdrücken. Ich fand das mega spannend zu lesen. Ich bin weit ab von einer Läuferin. Mir hat Joggen und Walken und Laufen nie viel gegeben. Ich bin auch nicht der größte Wanderer. Ich bin ein Strandspaziergänger. Ich bin ein Mensch, der im Meer alles liebt. Von Tauchen über Schnorcheln und keine Ahnung, was es da alles gibt. Schwimmen natürlich. Ich konnte nie viel mit Laufen anfangen und es hat jetzt auch Brigitte Welfenberg nicht geschafft, dass ich jetzt Laufschuhe anziehe. Aber ich fand dieses Buch mit ihrer Geschichte, wie sie zum Laufen kam, was ihre Gedanken dabei sind, wie sie mit der Einsamkeit beim Laufen umgeht und gerade auch als Frau unter doch sehr vielen Männern bei diesen großen, langen Läufen. Das erzählt sie uns alles in diesem Buch und wie sie sich eben auch freie Zeit schafft und das mit zwei Kindern und wie unterschiedlich die Aufgaben sind, wie man sich darauf vorbereiten kann, insofern man das überhaupt kann. Und es hat einen sehr, sehr lebendigen Schreibstil. Sie macht das sehr locker, so von der Leber weg, wie man sagt, der einen mitnimmt, der einen packt, der einen staunend auch an mancher Stelle zurücklässt, was diese Frau alles so leistet. Ich fände schon Marathon-Horror und die Frau läuft gefühlt das 10-20-fache von einem Marathon und man spürt einfach ihr die Begeisterung an des Laufens, was es ihr gibt, was es ihr zurückgibt, wie sie sich dabei fühlt, was da für Gefühle im Grunde losgetreten werden und dass sie das irgendwie glücklich macht und befriedigt und einfach sich so befreit und sie sich auch frei fühlt. Und das spürt man einfach in diesem Buch. Man spürt diese Begeisterung, diese positive Motivation. Und ich, wie gesagt, wollte nicht mitlaufen und ich möchte jetzt auch nicht laufen. Aber ich fand diese Laune, diese Begeisterung, dass sie so brennt dafür, einfach unglaublich ansteckend. Und es motiviert einen eben in das, wofür man selbst brennt, das eben auch positiv zu sehen. Und es heißt ja auch immer so schön, es muss in dir selbst brennen, was du in anderen entzünden möchtest. Und das Gefühl hatte ich hier eben auch. Also ich fand wirklich, dass dieser Spruch unglaublich gut auf dieses Buch packt. Und man spürt eben diese Anstrengungen und gleichzeitig so dieses, ich komme dem Ziel näher. Und was muss man dazu tun, dahin zu kommen? Und ich bin jetzt auch nicht der größte Mensch, der sich Sportler im Fernsehen anguckt. Jetzt zum Beispiel Olympiade, das interessiert mich gefühlt null. Auch keine Ahnung, wenn Cristiano Ronaldo Mittwochabend eine Champions League 3-1 gewinnt. Ja, das ist schon mal spannend, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, dafür muss man diese Menschen alle so feiern. Solche Leute gehören für mich gefeiert, die wirklich 250 Kilometer, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, durch die Wüste laufen. Das ist total verrückt und ich finde, das passt ganz gut auch gefühlt zu der Berg diese Woche, weil das ja auch so Extreme sind. Na, ich meine, klar ist nochmal ein 8000er zu besteigen, vielleicht was anderes, eine andere Art von Aufgabe, aber ich
faszinierend. Also es ist faszinierend, so was Menschen fähig sind, was Körper leisten können und was das mit den Menschen tut. Also es ist wirklich verrückt. Und ich sitze so daheim und lese Bücher. Na, das ist gerade so die Woche, wo ich mir dachte, Mount Everest, Gobi. Und man sich so denkt, na ja, ich nehme ein Buch und mache einen Lesemarathon. Ja, na, ihr versteht. Aber das ist großartig. Also es war wirklich toll geschrieben. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was ich ein bisschen schade fand, war für mich so persönlich ein bisschen, dass das ein bisschen fast zu leicht an mancher Stelle klingt, weil sie natürlich jetzt schon die Frau ist, die sie ist und dann rückblickend, glaube ich, vielleicht sich auch schwer getan hat, die Frau zu sein, die sie mal war. Und ich daher mir so manchmal dachte, ha, so einfach war es, glaube ich, nicht immer. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein tolles Buch. Wer sich für sowas interessiert, der kann da auf jeden Fall mal zugreifen. Und es gibt ja jetzt auch im März das Buch mit Gobi durch die Wüste, wo ein Extremläufer einen Hund im Grunde findet in der Wüste und mit der Hündin dann sozusagen, glaube ich, auch durch diesen Gobi-Marathon macht. Ich glaube sogar umdreht, weil der Hund es sonst nicht geschafft hätte oder wie das war. Und auf dieses Buch freue ich mich jetzt natürlich doppelt. Das passt so perfekt gerade zu meiner Extremlaufstimmung. Und ich weiß nicht, also ich glaube, ich könnte es nicht. Also klar, sollte man niemals nie sagen. Vielleicht fange ich in 5, 6 Jahren mit über 40 auch an, extrem zu laufen. Ich glaube es nicht, aber ja. Ja. Aber wenn, dann weiß ich jetzt, an wem ich mich auf jeden Fall wenden kann. Also wirklich großartig, hat mir wirklich gut gefallen. Und dann am Freitag, als alle Bücher gelesen waren und ich ins Wochenende starten wollte, habe ich natürlich überlegt, ach ja, was liest du so ein bisschen? Und habe mich natürlich für das neue Buch von Michelle Schrenk entschieden. Das ist jetzt am 10. Februar erschienen, gibt es aktuell zum Aktionspreis von 99 Cent das E-Book. Das Taschenbuch kostet 7 Euro und es hat laut Angabe in Amazon 190 Seiten. Für mich waren es eher gefühlt 120 bis 130 Seiten. Aber so, ich kann mich ja nur nach dem richten, was natürlich auf Amazon steht. Und da stehen die 190 Seiten. Ja, das Cover ist mal wieder ein Träumchen. Ich bin wirklich ein absoluter Fan der Covergestaltung von Michelles Bücher. Ich finde, man erkennt die mit einem Schlag. Sie sind bunt, lebendig, kitschig und sie sind einfach immer so schränkig. Ne? Also immer ein Michelle Schrenk. Und ich finde wirklich, dass sie da ein ganz tolles Händchen zusammen mit ihrem Covergestalter hat und das wirklich immer wunderschön aussieht. Und ich finde auch, wenn man die Cover nebeneinander sieht, dass die alle irgendwie zueinander passen, dass das so ein, ja, Erinnerungswert hat und dass die Cover wirklich großartig sind. Also ich bin absolut verliebt auch in dieses Cover und das hat auch so schön farblich zu meiner aktuellen Tischdeko gepasst. Und ich weiß nicht, ob ihr das Bild vielleicht auf Instagram gesehen habt mit den rosanen Tulpen auf der Tischdeko. Ja, ich finde, das hat sich sehr gut ergänzt zu dem Buchcover von Michelle. In dem Büchlein geht es um Elisa, die eine Bäckerei führt, zusammen mit ihrer besten Freundin Sam und der Tante Helena. Und ja, ist ihre Tante von ihrer sehr jung verstorbenen Mutter, die Schwester. Und sie hat gerade ihren Freund, langjährigen Freund verloren. Der hat sich eine neue gesucht und die ist auch zeitgleich eine frühere Mitschülerin von Elisa. Und wir lernen Elisa kennen, als sie gerade einen Großauftrag hat für eine Abendveranstaltung für den, ja, für die neue Freundin ihres Ex-Freundes. Ja, die soll da im Grunde, ja, die Veranstaltung mit Küchlein und keine Ahnung ausstatten und sie schluckt all ihren Ärger und ihr Ego sozusagen runter und sagt sich, das ist tolle Werbung für mich, da ist nur die High Society der Gegend und wenn die wissen, dass das von mir ist, dann läuft der Bäckerladen super und ja, sie ist halt auch so ein bisschen auf das Geld angewiesen. Dort geht allerdings allerlei schief und sie trifft zudem auch noch auf einen jungen Mann, der, ich weiß gar nicht mehr aus welchen Beweggründen, ja, sie irgendwie sagt, oh Gott, retten Sie mich und er sie dann küsst. Und wir dann herausfinden, dass Ludwig, der junge Mann, ja, im Grunde nichts von der Liebe hält, nichts von Beziehungen hält. Allerdings, ich sage jetzt mal, spießige Geschäftspartner hat, die gerne sehen würden, dass der junge Herr in guter Ordnung lebt. Und als sie eben sehen, dass er da jemanden küsst, dann halten sie Elisa für seine, ja, Verlobte.
und er bietet ihr allerhand Geld, dass sie diese Rolle, ja, eine Woche, glaube ich, auf irgendeinem Ausflug mitspielt. Und ja, Elisa nimmt dieses Angebot an und es passieren eben in dieser Zeit Dinge, ja, die unwahrscheinlicher nicht sein könnten und die uns manchmal zeigen, dass, ja, unserer Welt, unserem Leben total egal ist, ob das unwahrscheinlich ist oder nicht, denn es macht wahrscheinlich irgendwem Spaß, unsere Pläne so durcheinander zu werfen. Ich bin ja ein bekennender Michelle Schrenk-Fan und ich freue mich immer, wenn ich ein neues Buch von ihr in den Händen halte. Ich lese sie jetzt schon einige Jahre und ich liebe ihren Schreibstil, der sehr flüssig ist, sehr modern ist, so aus dem Leben gegriffen ist, sich immer irgendwie echt anfühlt und immer hat die Geschichte, die sie uns schreibt, eine Botschaft, die wir uns zu Herzen nehmen sollten. Und so ist das natürlich auch in dieser Geschichte. Es gibt natürlich eine Geschichte hinter der Geschichte, es gibt eine Message in der Geschichte und ich fand es wirklich sehr, sehr bezaubernd. Mir hat die Geschichte wieder sehr, sehr gut gefallen. Es erinnert so ein bisschen an Pretty Woman, es vermittelt so ein ähnliches Gefühl. Man stelle sich Ludwig so ein bisschen als einen jungen Richard Gere vor, wobei er da ja auch noch sehr jung war. Und es geht natürlich in so eine gewisse Richtung. Es ist ein bisschen vorhersehbar, es ist kitschig, es ist emotional, es ist gefühlvoll. Und das meine ich alles absolut positiv. Denn wenn einer kitsch und gefühlvoll kombinieren kann, dann ist das für mich tatsächlich Michelle Schrenk neben ein, zwei anderen Autorinnen, die ich gerne lese. Bei vielen anderen ist es mir dann einfach zu viel des Guten oder es ist so unrealistisch, dass ich denke, ach nee, so passiert das nie. Das denke ich bei Michelle Schrenk tatsächlich nicht. Hier war ein bisschen schade, dass mir Elisa nicht so richtig warm wurde. Ich fand sie für ihr Alter doch ein bisschen naiv und ich meine, wenn man bedenkt, dass sie eine Geschäftsfrau ist, die selbstständig ist mit einer Bäckerei, da erwarte ich schon eine gewisse eine Kernkompetenz, auch was vielleicht das Geschäftliche angeht. Und da wirkt sie gerade ja zu Beginn und auch mal noch so durchgängig immer mal doch sehr naiv, wo ich so denke, naja Mädel, also ach, du bist doch eine erwachsene Frau, jetzt schalt doch mal dein Hirn ein. Das fand ich ein bisschen schade, dementsprechend konnte ich nicht ganz so warm mit ihr werden. Was aber ich persönlich jetzt auch nicht ganz so schlimm fand, denn ich fand zum Beispiel die Nebencharaktere dafür unglaublich lieb gestaltet. Ich mochte Tante Helena, die mich ja total an jemanden erinnert, das fand ich total niedlich. Ich mochte Sam, die beste Freundin, ich fand Ludwig toll. Und ich fand auch so die Witze und Anspielungen so ein bisschen in Richtung Shades of Grey und mit Verträgen und lass dich nicht knebeln und ich fand das so lustig. Also ich hatte sehr viele lustige Momente, in denen ich wirklich gelacht habe, geschmunzelt habe und eben auch einfach so diese positive Aussage zum Leben, zur Liebe und ja, das ist im Grunde, ne, das Leben ist, wie es ist. Und das fand ich so toll. Also ich mochte die Geschichte insgesamt sehr gerne und ich fand auch schön, dass sie vorhersehbar war. Das klingt jetzt wahrscheinlich total merkwürdig und mancher wird jetzt die Stirn runzeln, aber ich fand es schön, dass es so eine gerade Linie hatte und man eben genau wusste, was man zu erwarten hat. Und das hat mir unglaublich gut gefallen. Also wo ich sonst immer sagen würde, ach ja, jetzt wissen wir, jetzt küssen sich gleich und dann passiert das und heiraten und bis an ihr Lebensende. Das ist ja oft so. Und ja, nicht so ganz ist es hier, aber man ahnt schon, wo es hingeht und wie es den Weg nimmt. Allerdings eben mit ganz vielen Unwahrscheinlichkeiten. Und das war einfach toll. Das hat Michelle so toll gemacht und trotzdem so einen Unterhaltungswert gehabt, den ich wirklich großartig fand. Also mich hat das Buch 1,5 Stunden sehr, sehr gut unterhalten, mir wirklich Spaß gemacht und ja, also ich habe es auf 2 Etappen gelesen, in der Pause und dann am Abend und ich fand es schön, mir hat es gut gefallen. Es hat mich ja richtig warm umarmt und empfangen und wie gesagt, ich konnte lachen und auch so ein bisschen nachdenklich werden und dann aber so positiv aus der Geschichte herausgehen. Und das, finde ich, hat Michelle wirklich ganz, ganz toll gemacht und hat mir wirklich unglaublich gefallen und mir auch wirklich, ja, so viel gegeben. Und ja, man hat einfach so, ja, ein gutes Gefühl dabei. Also das, ja, hat mir wirklich gut gefallen. Also wirklich auch absolute Empfehlung. Wer die Bücher vielleicht von Michelle schon kennt, das ist jetzt das Neueste hier. Da dürfen wir uns freuen oder ihr euch dann noch freuen, die es noch vor sich haben. Und wir sind gespannt, was als Nächstes von ihr folgen wird. Und ja. Ja, und dann habe ich ab Donnerstag, glaube ich, begonnen mit einem Hörbuch und ich bin ja sonst ein Audible-Hörer,
weil ich eben die Geschwindigkeit der Sprecher ja hochstelle. In der Regel höre ich Hörbücher so um die 1,75. Manche Sprecher auch mal auf 1,5, aber theoretisch nie langsamer. Also ich finde es auch ganz merkwürdig, wenn man von dieser Geschwindigkeit kommt. Wenn man dann auf 1 runtergeht, ach, da werde ich wahnsinnig. Nach 3 Sätzen habe ich schon das Interesse an der Geschichte verloren. Und ich bin eben auch jemand, der relativ selbst schnell liest, auch sehr schnell spricht und auch einfach schnell Dingen folgen kann. Und ich finde, es gibt nichts Langweiligeres, als wenn dir jemand langsam eine Geschichte erzählt und man so denkt, oh, wann kommt der denn jetzt zum Höhepunkt dieser Geschichte? Und so ähnlich ist das eben mit Hörbüchern, wenn man die auf 1 anhören muss. Daher höre ich ja Hörbuch wirklich nur über Audible, weil ich gekaufte Hörbücher ja auf meinem MP3-Player hören müsste zum Beispiel und da kann ich keine Geschwindigkeit hochdrehen. Was natürlich ein absolutes No-Go ist. Und ja, eine liebe Freundin, die liebe Claudia, hat mir erzählt, es gibt eine sehr coole Hör-App fürs Handy. Ich habe ein Android-Handy und zwar ist das die Smart Audiobook Player oder der Smart Audiobook Player. Und den kann man eben öffnen und kann dann eben auch Hörbücher aufs Handy, auf die SD-Karte speichern. Und dann kann man eben da auch die Geschwindigkeit hochdrehen. Es sieht nicht so ganz schick aus wie bei Audible. Das finde ich aber gar nicht dramatisch, denn ich will damit ja nur hören. Also heißt, ich mache Play, schalte die Geschwindigkeit hoch und alles ist gut. Es speichert sich, wo man ist. Also die App finde ich bis jetzt sehr empfehlenswert. Sie war auch werbefrei, soweit ich das gesehen habe. Und auch kostenfrei, sie war umsonst. Und dementsprechend, der Anlass, dass ich mir jetzt diesen Player geholt habe, ist die Clifton-Saga von Jeffrey Archer. Gefühlt jeder spricht davon. Also es geht los bei der lieben Miri vom Kanal MJ Least, es geht weiter bei Paddy, Phil hat den ersten Teil gehört, zwei Freundinnen in meinem Umkreis haben es gelesen, eine Arbeitskollegin hat es gelesen und alle schwärmen von dieser Reihe. Und ich hatte beim ersten Teil so ein bisschen abgeschreckt, dass da so ein kleiner Wink Richtung Zweiter Weltkrieg geht. Und ich so denke, ach nein, mag ich einfach nicht. Ich habe so eine Zweite Weltkrieg-Sperre, das war auch bei der Berg schon, wo ich dachte, sehr viel mehr darf es jetzt aber nicht werden. Und wir sind hier eben in England in 1930 und man merkt schon, es führt natürlich keinen Weg vorbei, dass wir gerade den Ersten Weltkrieg hinter uns haben und der Zweite kommt. Aber es haben trotzdem alle gesagt, Steffi, auch du wirst es lieben und auf manche Meinungen kann man eben vertrauen und die wissen, dass ich da eine Sperre habe, die haben dann auch explizit gesagt, ja, eigentlich ist das nur so eine kleine Randnotiz und die halbe Stunde des Hörens wirst du schon überleben und okay. Und dann war ich natürlich angefixt und als dann eben noch eine Freundin gesagt hat, sie hat die 4 Teile als Hörbuch zu Hause, ach, da war ich natürlich Feuer und Flamme. Und habe dann auch direkt den ersten Band angefangen. Und ich habe jetzt noch nicht so viel gehört, das muss ja zu sein. Ich glaube, 1,5 Stunden. Hätte ich jetzt auch noch hören sollen. Aber ich habe es mir für die nächste Woche auf jeden Fall fest vorgenommen, mehr zu hören. Das Buch ist erschienen 2015 bei Heine, kostet als Taschenbuch und E-Book 10 Euro, was mich mal wieder gewundert hat, aber muss nicht. Bei Audible kostet, glaube ich, jedes Hörbuch einen Gutschein. Es hat jetzt 560 Seiten, das sind knapp 13,5 Stunden. Dementsprechend sind natürlich bei 1,5 Stunden kann man noch nicht so viel sagen. Wir haben im ersten Teil verschiedene Sprecher, unter anderem Erich Reuker, Richard Barenberg, der, glaube ich, auch Schauspieler ist, und Britta Steffenhagen, die mir auch irgendwas sagt, habe ich noch nicht herausgefunden, was. Aber es soll wohl irgendwann später nur noch einen Sprecher geben und von dem Sprecher ist Miri auch sehr, sehr angetan. Und wir sind hier eben 1930, wir begleiten den jungen Harry Clifton, der an Hafendocks aufwächst und seinen Vater scheinbar im Ersten Weltkrieg verloren hat, es sich dabei irgendein Geheimnis irgendwie gibt und es ist wohl auch irgendwie die Lebensgeschichte eben von Harry Clifton, der irgendwann wohl auch auf eine Eliteschule geht und dort dann eben auch, glaube ich, seine zukünftige Frau kennenlernt, die wiederum irgendwie zu einer Schifffahrtsdynastie gehört. Ich hoffe, ich habe es nicht zueinander gebracht. Und ich finde ja so historische Lebensgeschichten durchaus spannend.
und bin daher auch sehr gespannt, was diese Geschichte für mich bereithält. Und bisher hat mir der Einstieg gut gefallen. Ich habe das sehr gerne gehört. Ich mochte die Sprecher und auch so ein bisschen den Perspektivwechsel. Mal gucken, wo das Ganze so hingeht. Ich habe ja doch noch einiges vor mir und werde es auf jeden Fall am Wochenende und auch in der kommenden Woche nutzen. Gerade so beim Haushalt, im Solarium liegend, in der Wanne liegend, abends im Bett, wenn ich keine Lust habe zu lesen, sondern mich lieber im Grunde vorlesen lasse. Gibt ja viele Momente im Leben, wo man so ein bisschen hören kann. Und ich denke dann, vielleicht schaffe ich tatsächlich in der nächsten Woche das Hörbuch dann auch nebenbei zu hören. Und dann erfahrt ihr natürlich, wenn ich es beendet habe, wie mir die Geschichte gefällt und ob es weitergeht. Denn es gibt, glaube ich, insgesamt 7 Bände, die jetzt auch alle da sind. Also finde ich sehr interessant. Ich weiß nicht, ob das so gewisse Zeitspannen sind, ob man da immer so ein Jahrzehnt pro hört oder liest. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht kennt ihr ja die Reihe und könnt jetzt schwärmerisch davon in den Kommentaren berichten, wie sie euch so gefallen hat. Ja, ansonsten habe ich in dieser Woche auch Sherlock beendet. Ich habe die 4. Staffel zu Ende geschaut, gesuchtet. Ich glaube, es gab eine Nacht, da war ich dann auch bis um 2:30 auf, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Ja, so ist es, ne? Und um 5:30... 5:45, also 5:45 klingelt der Wecker. Naja, das Leben ist schön. Ist viel zu kurz, um zu verschlafen, wie ich finde. Also es ist ja sowieso, ne? Schlaf ist für mich total, müsste gefühlt überhaupt nicht sein. Und ich kannte ja schon die kompletten 4 Staffeln von Sherlock. Es war aber sehr cool, jetzt in den letzten 3 Wochen das einfach nochmal so zu suchten. Also es hat viel Spaß gemacht. Ich bin einfach ein Sherlock-Girl. Ich bin ein absoluter Fan. Ich liebe Benedict Cumberbatch und Martin Freeman. Ich bin Fan von Moriarty, von Irene Adler, von Mrs. Hudson. Wie sie alle heißen, Mycroft. Und was ich tatsächlich so beim zweiten Mal betrachten ein bisschen schade fand, ist, welche Wendung die Serie in der 4. Staffel annimmt. Fand ich tatsächlich ein bisschen schade, weil ich die tatsächlich so beim zweiten Mal betrachten, alles ineinander hängend, so mit ein bisschen am merkwürdigsten fand. Nicht weniger genial, aber merkwürdig und fast schon an mancher Stelle zu konstruiert. Aber nichtsdestotrotz ist das eine geile Serie, ne? Also es gibt... Ja, und man kann sich einfach nicht vorstellen, dass die beiden sich überhaupt nicht mögen. Finde ich total merkwürdig. Heute am Samstag, beziehungsweise für euch dann gestern, starten wir im Leseclub mit Lockwood und Co. von Jonathan Stroud. Das Buch liegt ja schon ein Weilchen auf dem Sub. Es ist die seufzende Wendeltreppe, der Auftakt einer 5-teiligen Reihe, wo es mittlerweile alle 5 Teile gibt. Der 2. Teil auch schon bei mir im Regal steht. Hier das rote Buch, ihr müsst es eigentlich sehen. Und ich freue mich sehr auf diese Reihe und bin sehr, sehr gespannt, ob es vielleicht zu kindisch ist, zu jugendlich ist oder ob es mich packt, fasziniert und ich dann vielleicht so in den nächsten 2-3 Monaten jeweils irgendwie so ein Teil oder 2 weglese oder auch höre und freue mich da auf jeden Fall sehr auf das gemeinsame Lesen. Den Leseclub wie auch den Simmons Leseclub und auch den Harry Potter Reread Facebook-Gruppe findet ihr alles unten in der Infobox. Denn ab März geht es ja theoretisch dann auch los mit dem Harry Potter Reread. Guckt da einfach immer in die Infobox, da sind die Gruppen auf jeden Fall immer dabei. Zudem endet ja auch heute oder endete schon gestern die Umfrage für das Märzbuch. Ich weiß gar nicht, hatten wir es bis Freitag eingestellt oder bis Samstag? Meine Güte, ich habe ja sogar die Umfrage erstellt und kann mich nicht erinnern. Das ist wirklich peinlich. Nein, also es ist tatsächlich so, dass der Gewinner schon feststeht, denn die Umfrage ging nur bis gestern, bis zum 16. Und gewonnen hat Der Teufel von New York von Lindsay Fay. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie uns das Buch im März gefallen wird. Für alle, die jetzt so ein bisschen überlegen, wann werden wir wohl starten mit dem Buch? Auf jeden Fall erst nach der Leipziger Buchmesse. Die ist ja jetzt im Grunde wirklich in 4 Wochen und dementsprechend denke ich, dass wir dann danach loslegen werden. Aber freut mich, ich bin sehr gespannt auf dieses Buch. Da geht es ja so um die Anfänge der New Yorker Polizei und ich glaube um Kinderleichen, die gefunden werden oder ein verstörtes Kind und dann Kinderleichen und der Polizist,
der Auftakt, glaube ich, auch so eine Art Reihe um diesen Polizisten, der eben herausfinden möchte, was passiert ist. Ich bin sehr, sehr gespannt, werde mir das Buch jetzt auf jeden Fall auch besorgen und freue mich dann aufs Lesen. Aber jetzt natürlich erstmal auf Lockwood und Co. Und ja, ich glaube, das war es so im Groben auch schon für diese Woche. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, nein. Nein, ich glaube nicht. Es war, glaube ich, so ziemlich alles, was es so zu dieser Woche zu erzählen gibt. War ja auch eine ganze Menge. War ja auch relativ viele Bücher. Wirklich tolle Bücher. Eine Woche, die mir sehr gut gefallen hat, die mich sehr gut unterhalten hat. Und ja, auch wirklich, ich jetzt sehr gespannt bin, wie es mir mit der Jeffrey Archer-Reihe, mit der Clifton-Saga gefallen wird, wie mir die gefällt. Und es war jetzt überhaupt kein Deutsch, aber gut, ist nicht so schlimm. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der Bücherwoche. Ich bin natürlich sehr gespannt, was ihr gerade so lest, ob ihr bei den beiden Leseklub-Büchern dabei seid, ja, oder ob ihr vielleicht für ein anderes aus der März-Auswahl wart. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Wie gesagt, ich würde mich auch mega freuen über Dan Simmons Buchempfehlungen oder Autoren, die in eine Richtung gehen, die ja so Dan Simmons ähnlich ist. Dann natürlich auch gerne damit in die Kommentare. Wäre ich sehr dankbar und würde mich mega, mega freuen. Und nun wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.